jetzt ist definitiv noch mehr Baustelle. Es wird jedes Mal mehr Baustelle. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unser Glück zum Eigenheim. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade alle unterwegs. Alle gemeinsam, auch Pauline ist dabei, die sitzt hier vorne bei mir, Leona ist hinten drin. Wir fahren den Papa auf der Baustelle besuchen, aber vorher müssen wir noch zu dem neuen Kindergarten. Da muss sie natürlich angemeldet werden. Ich habe mir den schon die Tage angeguckt. Ein sehr schöner Kindergarten. Ich bin sehr zufrieden. Kindergarten! Leona gefällt es auch. Das ist natürlich die Hauptsache. Ich habe jetzt mal gerade wieder auf Weitwinkel eingestellt. Das Gute ist, der Kindergarten ist zu Fuß nur 600 Meter. Das heißt, ich kann jeden Morgen schön gemütlich zu Fuß zum Kindergarten gehen mit den Kindern, weil es halt, wie gesagt, nur 5 Minuten von unserem neuen Zuhause entfernt ist. Und ich bin mega glücklich, dass es so geklappt hat. Ja, man muss sich definitiv um vieles kümmern, nicht nur um den Bau. Genau, ich gehe jetzt gleich mit Leona noch ein bisschen auf den Spielplatz. Wir waren gerade Eis essen. Und dann besuchen wir den Papi auf der Baustelle. Da ist nämlich einiges zu tun. Da ist alles voller Bauschutt. Das muss rausgeschleppt werden. Und dann kann ich euch mal so ein kleines Update geben, wie weit wir denn schon sind. Ich würde sagen, dann bis gleich. Die Mulde ist wieder voll. Aber ein bisschen passt noch rein. Wir haben sich hier Rampen gebaut aus Türen. Okay. Boah. Was für Brocken. Ja. Leo, vorsichtig. Geh doch mal rein. Wir gehen auch rein. Wir gehen rein. Hi. Ist hier nicht kalt? Oh, Schuhe. Vorsichtig. Ist ja gar nicht so eng zu. Okay, der Boden ist komplett raus. Oha. Ist der Keller auch weg? Die Tür ist weg. Ich dachte gerade, was fehlt? Die Tür fehlt. Ja, man kann sehen, wir haben die Fliesen rausgemacht. Die sahen ja mal so aus. Eine alte Zeit. Ja, wie ihr sehen könnt, es hat sich auch wieder einiges getan. Alex hat mir gerade hier gezeigt, er hat eine alte Zeitung gefunden. Das kann ich lesen, hat er gesagt. Aber wie soll ich aus den Schnitzeln was lesen? Volkswagen, gab es früher auch schon. Ganz interessant. Genau, die alten Fliesen haben wir jetzt nicht im Flur behalten, weil wir uns gedacht haben, wir dämmen ordentlich darunter und legen überall schöne Holzdielen. Jetzt kann man halt auch sehen, es ist überall ebenerdig. Was ist hier passiert? Boah, wie tief das ist schon. Das ist unsere Küche. Das war unsere Küche. So, früher mal einen Stall. Willst du Papa helfen? Das ist aber nett von dir. Der Stein ist aber riesig. Du bist aber wieder fleißig. Ja, hier geht's richtig tief runter. Das war früher ein alter Stall. Und das wird dann halt einfach nur, wie sagt man, aufgeschüttet, aufgefüllt und als Wohnraum benutzt. Ja, jetzt kann man mal wirklich sehen, wie alt das Haus ist. Hier läuft das Abflussrohr auch lang. Das muss alles verlegt werden. War das früher die Toilette? Was denn? Diese Kante. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit die Jungs gleich noch haben, weil das muss alles raus. Der ganze Schutt, alles muss raus, dass es nachher so hoch ist, wie ihr da sehen könnt. Und hier haben wir eine feuchte Ecke, weil das früher einfach nur mit Kieselsteinen zugemacht wurde und dann vom Grund alles hochsteigt, die Feuchte. Das wird aber behoben, indem wir das dann ordentlich unten abdichten. Dann werden wir da keine Probleme haben. Weil wenn meine gute Küche hier drin steht, will ich keinen Schimmel. Das sieht aus. Ja, das wäre cool, wenn man wirklich so eine Bodenhöhe hätte. Dann wären die Decken richtig hoch. Aber ist es leider nicht. Ja, jetzt ist definitiv noch mehr Baustelle. Es wird jedes Mal mehr Baustelle. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das hier später immer fertig aussieht. Aber sehr, sehr fleißig, die Jungs. Und hier ist dann das Bad, ne? Das muss auch alles raus. Boah, die haben was zu tun. Übrigens kommt in 2 Wochen, am Samstag, kommt die Treppe, die Kellertreppe. Schatz, das wird doch dann so tief, wie das jetzt hier ist, ne? Und noch tiefer. Küche? Ja, ich meine, dass der Boden raus. Ich denke mal so. Ich weiß nicht, erstmal alles rausnehmen und dann schauen wir. Geh doch einmal rum. Guck mal, da oben kommst du hoch. Ja. Du musst nur über das Rohr klettern. Aber du gehst hier rüber. Wie ein großer Spielplatz. Ja.
Aber nicht da aus der Ecke holen, ne? Das ist Schimmel. Hier kann man auch sehen, mit was die früher aufgeschüttet haben. Da ist ja wirklich alles dabei, ne? Platten, Leichtbausteine, leichte Steine, Beton, Kiesel. Hier sind Schimmel? Nein, hier ist Schimmel in der Ecke, Schatz. Jona hat jetzt ihre Jacke ausgezogen, die kann man nämlich ein bisschen helfen. Hä? Fährst du? Nein, ich bleibe hier. Lange? Ja. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, aber es kommt, weil die Fenster zu sind. Hier kann man die Treppe sehen. Jetzt tu doch da rein. Die Schubkarre. Ja, dann bring raus. Hier sieht man die Treppe. Dann kommt die Folie vor. Oh. Ich war das nicht. Hier kommt da die Kellertür rein. Mama, ich hab's getroffen. Ja, hier kommt dann die Kellertür hin. Das heißt, wir müssen hier noch alles ausfräsen. Das ist nur Holz. Das können wir locker durchbrechen. Und dann kommt da die Treppe rein. Und dann kommt hier jeweils zwei weiße Türen rein. Ganz schlicht. Landhausstil. Ich guck mal gerade hier. Das wäre die Seite. Ja, das kann man einfach aufschneiden. Durchgang machen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist 8 Uhr, 9 Uhr. Ich habe schon einiges unternommen und erledigt. Ich war bei der Bank, habe ein paar Rechnungen getätigt für das Haus. Die Mulden kommen ja immer regelmäßig reingeflattert, weil die halt immer voll sind und wieder neu geliefert werden müssen. Dann war ich noch kurz am Kinderarzt, habe die Krankenversicherungskarte nachgereicht und jetzt bin ich gerade hier am Frühstücken. Ein bisschen Stärkung und ich habe gerade bei der Post was abgeholt. Kleines Paket, könnt ihr das sehen? Und da wurde ich angefixt von der lieben Hellcat Annie. Ihren Kanal setze ich gerne mal unten in die Infobox. Das sind solche Kinderwagenbänder. Oh, mit so Snaps, mit so Druckknöpfen. Und da könnt ihr halt dann eine Rassel dranhängen oder einen Schnuller oder was weiß ich was. Alles Mögliche, dass es halt nicht mehr rausfällt. Und finde ich auch super praktisch für den Hochstuhl zu Hause oder halt auch für die Babyschale für unterwegs. Und dann habe ich mir mal so einen Pack bestellt. Auch die kann ich euch gerne mal in die Infobox setzen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Genau, ich habe mir hier einen Block genommen und werde jetzt nochmal unser Badezimmer aufzeichnen. Die Grundrisse. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht. Denn wir gehen heute unser Badezimmer planen. Die Küche ist ja schon fertig geplant, die ist jetzt auch schon vorbereitet, dass die im Dezember geliefert werden kann und bis dahin müssen wir in der Baustelle unten alles komplett fertig haben. Im Dezember, oh mein Gott. Da gehen wir zu einem Badausstatter, lassen uns 3 Stunden lang beraten, gehen durch die Ausstellung, gucken uns alles an und ja, vielleicht werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, ich kann ein wenig filmen, ist meistens nicht erlaubt. Aber so ein paar Einblicke vielleicht für euch. Ich würde sagen, ich frühstücke und dann bis später. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Badausstatter. Und wir müssen jetzt erstmal den Eingang finden. Das ist ein Riesengelände. Und vielleicht finden wir auch hier unsere Heizkörper. Die brauchen wir auch neu. Mal gucken. Und die Farbe, nee. Das sieht natürlich ja auch richtig schick aus. So eine Abfläche mit dem Glas. Und dann hätten wir hier so Schubladen drunter. Oder auch nicht, zum Dämmen. Hier auch nicht. Ah, drücken. Drücken. Nein, das ist ja Waschbecken. Ach so, stimmt. So geht es. Waschbecken, die sind alle ein bisschen klein. Ist auch noch zu klein für so ein ganz langes. Aha. Alex guckt schon auf die Fliesen. Das wäre so ein warmer Ton, ne? Einmal eine Fliese in Holzoptik. Können wir uns super vorstellen. Zusammen mit einem Grau. Sowas hier. Das wäre der Grauton. Finde ich richtig, richtig cool. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, eine Dusche zu nehmen, die von beiden Seiten begehbar ist. Ich werde euch die Planung noch zeigen die nächsten Tage. Genau, dann kriegen wir einen langen Waschtisch. Aber der ist jetzt noch kleiner. Ich glaube, wir kriegen 1,20, ne? Und dann kriegen wir die Armaturen aus der Wand. Das wird unser Spiegel. Der ist halt von hinten beleuchtet und auch vorne. Und der ist auch schön groß. Und der wird dann genauso groß wie der Waschtisch, sogar noch größer. Ach so, den kann man hier mit Touch, ne? Dim. Und so wäre das. Dass der begehbar ist. Von beiden Seiten. Die Größe, würde die hinkommen? Ja, ne?
So auch in der Größe. Nur, dass wir unten halt keine Wanne haben, sondern einfach die Fliesen mit einer Ablaufrinne. Und dann machen wir auf die Seite auch wie hier das Waschbecken, dass man auch von beiden Seiten halt reingehen kann. Natürlich auch mit einer schönen Regendusche oben, eine Decke. 2,5 Stunden später, wir haben das Bad jetzt ausgesucht und er plant uns das. Es dauert jetzt ungefähr eine Woche, dann schickt er uns die Unterlagen zu. Wo muss denn die dann gerade aus? Ne? Wir gehen jetzt erstmal lecker essen. Es war so anstrengend, das ganze Nachdenken, dass wir jetzt erstmal essen gehen. Das war so anstrengend. Das war echt anstrengend, mein Kopf qualmt. Wir gehen jetzt erstmal lecker essen. Leona schläft bei Oma heute, haben ein bisschen Zeit für uns und ich melde mich morgen wieder. Dann fahren wir nochmal auf die Baustelle, gucken, was sich da getan hat und dann nehme ich euch wieder mit. Bis morgen. Hi, ich wollte mich noch eben von euch schnell verabschieden, denn wir fahren heute nicht mehr auf die Baustelle. Wir fahren auf einen Kindergeburtstag, der dazwischen gekommen ist. Und ich bin jetzt auch gerade schon auf den Sprung zum Einkaufen. Ich wollte mich nur noch persönlich verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und ja, bleibt einfach dran beim nächsten Baustellen-Update. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.